Also wir fertigen hier bei Hartmann Elektronik zum Großteil kundenspezifische Produkte in Auftragsfertigung und haben eben auch das Lean-Management-Prinzip. Das heißt, wir haben geringe Bestände und kaufen die Bauteile oft dann speziell für einen Kundenauftrag just in time auch zu. Und das gibt dann halt die Herausforderung, dass wir die Fertigung ziemlich genau takten müssen, um dann termingerecht zu liefern. Und wir haben vor etwa 2 Jahren gemerkt, dass wir die Liefertreue erhöhen müssen oder dass wir da Optimierungsbedarf haben, dass wir also termingerechter liefern können. Und das war so das Hauptziel. Also was man jetzt hier sieht, das ist jetzt das erste Dashboard für die Fertigung. Das gibt dem Fertigungsleiter die Möglichkeit, die Fertigungssteuerung besser zu machen und auch das Personal besser einzusetzen hier in der Fertigung. Dadurch, dass er eben Engpässe sieht, dass er die Auslastung von den einzelnen Arbeitsplätzen sieht, die hier dargestellt werden. Und so optimiert das die Fertigungssteuerung. Und ein zweites Dashboard wird dann sein, dass wir neben den Fertigungsaufträgen auch die Kundenaufträge darstellen, sodass wir dann halt die Termine, die Liefertermine immer im Blick haben und hier eine Übersicht haben. Also das Hauptziel ist eben Transparenz der Daten zu haben. Wir arbeiten mit einem ERP-System, das nennt sich Infor. Da ist eine Oracle-Server-Datenbank im Hintergrund. Und wir fragen quasi mit SQL-Abfragen die Daten ab. Beispielsweise die Tabelle mit den Fertigungsaufträgen, die Tabelle mit den Kundenaufträgen. Und dann ist es noch so, dass die einzelnen Arbeitsgänge hier je Auftrag, je Fertigungsauftrag gebucht werden von den Mitarbeitern hier in der Fertigung. Und all diese Daten werden sozusagen dann hier dargestellt. Ich hatte schon viel jetzt mit Peakboard zu tun und es gab auch im letzten Jahr im Herbst einen Workshop-Tag bei uns im Haus, wo wir dann gut zusammengearbeitet haben, auch mit einem weiteren IT-Dienstleister, der uns bei der Erstellung der SQL-Abfragen unterstützt hat. Es gibt ja viele Videos auch auf YouTube von Ihnen und wenn man sich da ein bisschen vertraut gemacht hat, dann geht es eigentlich ganz gut, dass man da selbstständig seine Visualisierung dann erstellt. Naja, ich habe mir zunächst mal überlegt, was ich denn später dann sehen möchte, wie das dargestellt werden soll und welche Informationen ich auf einen Blick wahrnehmen können möchte und das habe ich dann umgesetzt und halt Step by Step dann auch optimiert, wenn mir dann was aufgefallen ist. Also der Fertigungsleiter, der ist sehr begeistert von der Lösung. Dem bietet es jetzt die gewünschte Transparenz. Er sieht die Auslastung der einzelnen Arbeitsplätze. Er hat alle Fertigungsaufträge im Blick. Er kann so besser die Fertigungssteuerung durchführen und auch das Personal besser einsetzen, indem er dann beispielsweise Mitarbeiter zu den Arbeitsplätzen schickt, wo es gerade viel zu tun gibt. Und das ist ein deutlicher Vorteil jetzt.